Eine thermische Maschine hat einen maximalen Wirkungsgrad von 35%. Berechne die Temperatur der warmen Quelle, wenn die der kalten Quelle 7 Grad Celsius beträgt. Der maximale Wirkungsgrad Etamax beträgt 35%. Die Temperatur klein T2 beträgt 7 Grad Celsius, also groß T2 beträgt 280 Kelvin. Wir suchen die Temperatur groß T1 in Kelvin ausgedrückt. Um sie herauszufinden, haben wir diese Formel zur Verfügung und es reicht, in dieser Formel Etamax durch 35 Hundertstel zu ersetzen und groß T2 durch 280 zu ersetzen. Und jetzt brauchen wir nur noch diese Gleichung nach der unbekannten T1 aufzulösen. Und somit finden wir als Temperatur groß T1 ungefähr 430,77 Kelvin.